beim Echolot-Zentrum in Paderborn. Ich bin der Ralf und ich möchte euch heute mal Montageplatten für Echolotgeber vorstellen. Diese sind jetzt endlich wieder im Shop, also wir haben eine neue Lieferung bekommen, wir haben lange, lange drauf gewartet. Was ihr hier seht, ist zum Beispiel das sogenannte Jumbo-Pad, das ist ein großes. Und hier mal ein kleines. Also an diesem kleinen kann man natürlich wirklich nur kleine Echolotgeber befestigen, aber hier können auch schon etwas größere dran. Der besondere Clou ist, viele möchten ihr Boot ja gar nicht anbohren. Das ist ja immer so ein Ding. Die sagen, oh, Löcher in den Rumpf bohren ist nicht so schön. Diese Dinger braucht man nicht anbohren, die kann man ankleben. Das ist also die Rückseite aus einem speziellen 3M-Material, also irgendwie aus der Industrie, keine Ahnung, woher das kommt. Sehr, sehr gute Haltbarkeit. Also die wird fest hinten einfach ans Heck geklebt. Im Übrigen sind da auch Zubehörteilchen bei, um das vorher vernünftig sauber zu machen. Also so ein alkoholgetränktes Tuch, da ist ein Waschschwamm dabei. So, die Stelle muss natürlich perfekt gereinigt sein, dann kann das hinten dran, muss ein bisschen eintrocknen und unter Druck auch dran gesetzt werden und dann hält es. Zusätzlich dazu sind noch, finde ich, ganz schön anklebbare Kabelhalter, dass man also auch schön das Kabel gerade nach oben führen kann. Ja, und das Ding macht eigentlich Sinn. Also wir haben da schon eine Lieferung von gehabt, die haben wir ziemlich schnell ausverkauft gehabt. Wie gesagt, jetzt sind sie wieder verfügbar. Ist eine tolle Sache, gibt es in Schwarz und in Weiß. Und wie gesagt, beide hinten zum Ankleben. Also ein tolles Ding. Wer seinen Rumpf nicht anbohren möchte und jetzt nicht gerade mit einem 250 PS Außenborder ausgestattet ist, dass die Geschwindigkeit dermaßen hoch wird, dass sie nicht halten, ist das eigentlich eine perfekte Lösung. In Amerika Langzeit getestet, also die Dinger sind wirklich gut. Und wie gesagt, gibt es in groß und klein und naja, tolle Alternative zum Anbohren an den Rumpf.